So, und willkommen zurück zu unserem Katastrophen-Display. Nachdem die letzten beiden Folgen ja nur wirklich ein bisschen kacke waren. Ja. Aber wie gesagt, genau aus solchen Gründen mache ich ja vor den Updates oder warte mit den Updates immer, bis ich mit dem Backup fertig bin. Oder bis ich ein Backup gemacht hatte. Wenn also alles schief geht, dann kann ich immer noch, rückspielen. Ja. So, ich hoffe mal, der Bug ist jetzt mit dem Tiermod, ne, ist jetzt deaktiviert. Tiere gibt es jetzt also keine mehr. Jetzt haben wir also diverse Unknown Entities bei unserem Fliegen. Ich hoffe, die fliegen nicht aus dem Gehege raus. Muss man ganz kurz gucken, was die da jetzt machen. Ich klette mal direkt mal nach oben. Nein, so war es jetzt nicht gedacht. Wo bin ich hier gerade? Ach, da. Hä, das sind Blöcke? Achso, die Zäune. Okay, die schweben hier rum. Aber die bewegen sich nicht. Okay, sehr schön. Gut. Doch, sie bewegen sich. Nein! Oh oh. Ja, gut. Auf Nummer Wiedersehen. Fuck, ey. Aber wenigstens die meisten sind ruhig. Das heißt, ich kann danach erstmal dann gucken, wenn die Motte irgendwann wieder aktiv ist. Ist das hässlich, Alter. Vor allem gucken, wie viele Tiere jetzt ausgebrochen sind dadurch. Das Leben mag mich einfach nicht. Irgendwie ist diese Woche ganz schön, ne? Ganz schön, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ganz schön halt. Ach, schon wieder. Ich wollte jetzt das rumfliegende Entity mit dem Lasso hier einsammeln, aber das ist ja, funktioniert ja auch nicht. Scheiße. Ah, Mann, Alter. Oh Gott, was mache ich nur? Ja. Warum kann ich nicht raustappen? Warum kann man bei Mindtest nicht raustappen, wenn es im Vollbildmodus ist? Warum kann ich das nicht verhalten wie jedes normale Programm auch? Wie Doom. Zum Beispiel. Ich sehe jetzt gar nicht bei meinem Textdokument, was ich da jetzt aufgeschrieben hatte. Aber egal, wir brauchten auf jeden Fall fast 2 Stacks Eisen. Ein Stack Eisen haben wir schon. Also eingeschmolzenes. Ich korrigiere, haben wir nicht. Dann nehmen wir einfach. Ach doch, hat man schon mitgenommen sogar. Beziehungsweise. Ach komm. So. Dankeschön. Was ist das denn? Ach so, Leder. Na, jetzt haben wir hier natürlich auch diverse. Ach Gott, Alter. Hä, warum haben wir hier Lassos drin? Die gehören nach unten. Ist auch egal. Ich nehme die jetzt hier nicht raus, weil ich weiß, dass man Sachen ins Inventar packen kann, wenn sie unknown sind. Aber ich glaube, man kann Sachen nicht in Kisten packen, wenn sie unknown sind. Von daher lasse ich die einfach, wo sie sind. Ich hoffe, irgendwann funktioniert die Mod wieder. Ja. Habe ich ja reportet. So, Öfen. Habe ich irgendwo Eisen drin? Weil es wundert mich gerade, dass wir genau saubere Stacks haben. Was ja eigentlich so nicht normal ist. Oh, alles normal. Warum haben wir denn saubere... Ach, Mann. Habe ich irgendwas in irgendwelchen Taschen? Auch nicht, außer hier. Oh Gott. Ah. Ja, schon klar. Komm, Öfen. Du da rein, Und jetzt macht mal hier hin. Wie viel brauchen sie? Oh, 1000. So, du bist mittlerweile fertig. Sehr schön, dann kannst du hier mal raus. Da kommt
das wird repariert werden. Dann gucken wir mal, was hier noch repariert werden kann. Gar nichts. Wie gesagt, die Schippe, ne, braucht gerade mal ein so ein Ding. Die können wir also verbrauchen, bis sie kaputt ist. Ach ja, schon das Ding braucht ja hier 2000 EU. Ich sag ja, ich frage mich, ich freue mich schon darauf, wenn wir denn diese MV-Solaranlagen haben, wie viel die bringen. Hoffentlich bringen sie viel mehr als das, was wir jetzt schon haben. Weil das wäre halt schon ein bisschen geil. Ich meine, unsere Batterien helfen ganz schön, aber man merkt halt auch sehr schnell, wie schnell die halt an die Grenzen kommen. Spätestens wenn wir mit der Zentrifuge arbeiten, ist halt Feierabend. Da. Danke. So. Gleich mal fertig, oder was? Dankeschön. Dankeschön. So, können die Akkus wieder aufladen? Ist hier noch irgendwas im Standby-Modus aktiv? Nö. Gut, dann können die Akkus jetzt schön hochladen. Okay. Wir machen dann mal jetzt mal so. Alter, Solar. Die Dinger brauchen wir zuerst. Das heißt, wir brauchen Sand. Und zwar eine ganze Menge. Irgendwelchen besonderen Sand? Nö, ganz normalen Sand. Aber wir brauchen den normalen Sand und keinen anderen Sand. Also quasi doch spezieller Sand, wenn man so möchte. Da fangen wir auch Sand drin, Alter. Was ist denn hier los? Das reicht aber leider bei weitem noch nicht. Wir brauchen also noch ein bisschen mehr. Wir brauchen 132, richtig? Ich wünschte, ich könnte einfach raustaben. Da fliegen meine ganzen Tiere. Oh Gott, ich will das nicht mehr. Guckt mal, da meine Tiere hauen alle ab. Eins ist in die Richtung weg, eins ist in die Richtung weg. Das sehen wir nie wieder. Das heißt, wenn die Mod irgendwann wieder drauf ist, darf ich einfach Bestandsaufnahme machen, welche Tiere dran glauben dürften. Ach, ist das eine Kacke, Alter. Ist das eine Kacke. Nein. Zurück mit dir. Von dir brauche ich einen Stack. Wobei, einen ganzen Stack eigentlich auch nicht. Zurück mit dir. So, Kohle haben wir. Brauchen wir sonst noch irgendwas aus dem Lager? Kupfer haben wir bei uns. Was brauchen wir hier? Kleber haben wir auch bei uns? Nö. Also hier aus dem Lager brauchen wir eigentlich nichts mehr. Sand haben wir. Okay, sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Dann sollte das mit den MV, mit der MV-Anlage funktionieren. Ich muss wohl immer noch gucken, wo wir die hinklatschen. Wahrscheinlich klatschen die einfach irgendwo da hinten beim Hotel hin. Oder da hinten irgendwo. Irgendwo, wo sie halt schon hoch ist. Weil das Hotel ist nicht hoch genug wahrscheinlich. Das ist maximal 20 hoch. Und wie gesagt, ne, hier ist 0. Und wir müssen halt mindestens 50 hoch. Ich glaube mal, ich klatsche da hinten irgendwo hin. Da haben wir zwar eine sehr, sehr lange Kabeltrasse. Und HV-Kabel ist jetzt nicht so preiswert. Aber Kabel ist zumindest eines der preiswertesten Sachen. So, was wir zuallererst brauchen, davon 27 Stück. Das heißt, wir brauchen 3, 9, 27. Achso, hiervon, genau, 81. Braucht zwar doch mehr, da brauchen wir, achso, da haben wir 182 und nicht 132. Würde mich dieses Leben eigentlich ficken. Oh Mann, ey. Ja, also die Woche ist schon wieder Katastrophenwoche. Mein Server schreit gerade rum. Mobs bla 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 not defined. Mobs bla 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 not defined. Mobs bla 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 not defined. Not defined. Ach du Kacke, Alter. Mein Server kann mir gerade auch schon ein bisschen ganz schön leid tun. Ich glaube, ich mache es in Zukunft wirklich so, dass wenn eine neue Mindtest-Version rauskommt, ich wirklich mehrere Wochen warte, bevor ich update. Dann weiß ich wenigstens, dass alle oder kann davon ausgehen, dass alle Mods mittlerweile nachgezogen haben mit dem Support.
Weißt du, da würde ich einmal direkt aktuell sein, wo ich dachte, okay, mein Test 5.3 ist mittlerweile schon fast 2 Wochen alt, kann ich doch mal updaten und so, aber nee, Pustekuchen. Ja, so, wir brauchen Kohlestaub. Nichts leichter als das, Kohle haben wir massig. Kohle und Eisen. Sehr gut. So, Schleifmaschine. Eins, der coole Generator, das ist die Schleifmaschine. Bitte einmal rein und jetzt kriege ich doch aus immer 2, oder? Ja, genau. Deswegen, diese Rohsachen sind halt ergiebiger. Von daher wäre das Ganze einspitzen und daraus Blöcke machen halt extreme Verschwendung. Da könnte ich gleich die Hälfte wegschmeißen, komme ich aufs Gleiche raus. Brauche ich auch weniger Platz. ja. Nee, lassen wir mal. Ach Gott. So, brauchen wir auch 100. 200. Ich mach mal 300. Wobei ich natürlich auch noch gucken kann, ob wir davon auch noch in der Kiste was haben. Vor dem Kohlestaub. Weil da hatten wir ja schon welches gemacht gehabt. Alter, lass mich mal durch hier. Okay, 18. Nein. Besser als gar nichts. So, wie sieht's hier aus? Relativ langsam. Aber kein Problem. Wie viel brauchst du eigentlich? Ach, geht vollkommen klar. Na komm. Ach, ein wenig. Was? Also für eine MV-Anlage braucht die echt ganz schön lange. Das muss man schon mal dazu sagen, ne? Also, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Also, ja, irgendwie ist es doch schon schade, dass es keine HV-Geräte gibt, die dann doch mal richtig hart schnell sind, weißt du? Ich meine, klar, man könnte sagen, okay, komm, dann brauchst du einfach mehrere Geräte, die du parallel benutzt. Ja, kann man auch machen, aber platzsparend ist anders. Jetzt komm rein. Danke. So, was? So. So. Dann kommt jetzt das Annullieren. Das Annullieren. Ja, Legierofen. Da brauchen wir jetzt 81. Das heißt, wir machen einfach einmal 81. Fick die Hände. Nochmal 81 und dann das Ganze. Ach komm, ich glaube, so bin ich schneller. Nochmal 81. Warum klappt das nicht? Mach ich gerade was falsch? Oh, ich habe hier Kohle reingepackt. Ja, das funktioniert so natürlich nicht. So, bitte. Tu es einfach mal nach da. Zusammen mit dir. So. 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 Dich brauchen wir auch nicht. Du kommst noch da. Sehr schön. So, dann haben wir schon mal diese Dinger. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Kleber. 27 Mal sollten wir haben. Wir hatten ja letztens eine ganze Menge davon gemacht gehabt. Ja, siehst du hier. So. Dann brauchen wir noch 27 Kabels. Wir haben kein einzige. Ach doch, da. Ja. Dann brauchen wir noch
27 mal Silberspulen. Haben wir noch eine rumfliegen? Also Silberspulen habe ich ja sowieso hier. Okay, wir haben Kupferspulen tatsächlich ein paar, aber keine Silberspulen. Na gut, dann machen wir jetzt ein paar. Wir brauchen wie viel? Ja gut, 27 ist natürlich eine ungerade Zahl, heißt, es bleibt natürlich genau eine übrig. Danke dafür. Silber. Haben wir Silber? Silber. Wie viel? 27. So, das heißt, 27 geht ja nicht. Also 28, wir haben 14. Haben wir hier echt keine Silberblöcke? Oh, doch, haben wir doch. Warum ist das so blau? Ist doch egal. So, machen wir es ja doch. Silber. So. Was ist genau? Nein. So. Gut, dann haben wir jetzt also erstmal alles, was wir für die Dinger brauchen. Für die Module. Können wir die also schon mal machen? Legierungsofen, Dach. Du kommst rein, du kommst rein. So. Die ersten paar haben wir schon mal. Das Ding braucht ganz schön lange. Ach, da müssen wir ja auch nochmal in. Oh Gott. Okay, wir brauchen also auch nochmal 27 mal Goldstaub. Schleifmaschine. 27 mal. Das heißt also auch wieder 14. Nee, halt. Wir müssen ja. Ey, Quatsch, wir brauchen 81 davon. Ja, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr. So ungefähr. Mach ich das alles richtig? Doch, genau. Gott, ist das alles teuer, Alter. Und schon brauchen wir wieder mehr, als wir haben. Wir brauchen definitiv eine MV an Stromversorgung. Aber sowas von. Weil das Schöne ist, wir können die MV an Stromversorgung hier halt direkt anschließen. Ne? Weil wir haben ja quasi alles. Wir brauchen das Ding quasi einfach nur hinter unserem Trafo anschließen. Rupfen den Trafo hier raus. Rupfen die LV-Leitung raus. Und schon ist die Anlage quasi umgebaut. Easy. Also, das geht zum Glück für Züge relativ schnell. Und dann kommt später an der gleichen Stelle halt ein neuer Trafo hin, der dann quasi von HV zu MV transferiert, wenn wir denn eine HV-Stromversorgung haben. Wenn es denn irgendwann soweit ist. So. Die Batterien schauen sich sogar relativ wacker. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Braucht noch ein bisschen. Oh, die Schleifmaschine ist sogar schon fast fertig. Sehr gut. Sehr gut. Na komm. Perfekt. So. Dann können wir nämlich hier dann bald direkt den nächsten Schritt durchführen. Ach ja. Tja, also so ist der Legierungsaufwand schon relativ schnell, ne? Aber wenn man halt wirklich so wie jetzt halt wirklich Massen braucht, dann merkt man schon, dass auch der langsam sein kann, wenn er möchte. Und da fragen sich alle, warum der BER so lange braucht zu bauen. Also umgebaut zu werden. Achso, alles gut. Ich glaube, wir kriegen immer nur einen raus. Für zwei. Eingabe. So, du da rein. Einmal kann wieder raus. So, und ganz ehrlich, Goldstaub drauf geschissen. Verschwendet bloß einen Slot. So, können wir schon mal ganz kurz gucken, wir können ja schon direkt mal mit den Trafos anfangen, fällt mir gerade mal ein. Brauchen wir ja auch noch, beziehungsweise nein, brauchen wir eigentlich nicht. Doch, hier kommen wir. Niederspannungstrafos, wir brauchen davon 9 Stück.
9 Niederspannungstrafos. Das ist natürlich auch eine direkte Hausnummer, ne? Haben wir schon welche? Nein, wir haben nur einen Mittelspannungstrafo. Warum brauchen wir eigentlich einen Niederspannungstrafo? Ach nee, wir brauchen später auch noch Mittel. Ah, okay. Ah ja, genau. Also, wir brauchen trotzdem erstmal 9 davon. So, 9 Stück. Das heißt, wir brauchen 5. Hier drin waren es 4 jeweils, also 8 quasi. Ja, also 13 mal Eisen, 13 mal 9 sind 7 und was? 13 mal 9, ne? Genau, 13 mal 9. Wir haben 127, nein, 117. Alter. Okay, 13 mal, was mache ich hier gerade? All. 13 mal 9. 117, okay. So. Was? Genau, Eisen. Achso, habe ich ja sogar schon hier. Das heißt, du kannst wieder zurück. Da brauchen wir noch Kupfer, eine ganze Menge. Da haben wir nichts mehr, muss ich also noch einschmelzen. Kupfer brauchen wir 4 mal insgesamt. Mal 9, also 36. 36 mal Kupfer. Sollte machbar sein. So ungefähr. Keine restliche Kupfer nochmal in die Kiste. Achso, brauchen wir später noch die anderen Trafos. Wir brauchen noch MV-Trafos denn. Also Mittelspannungstrafos. So, bist du noch mal langsam mal fertig hier mit dem Alu? Nee, noch lange nicht. Ach Gott. So. Was? 18 mal Fiberglas. Das haben wir auf jeden Fall. Davon haben wir massig. Gut, so viel auch nicht mehr, sehe ich gerade. Dann brauchen wir direkt Stahl. Ja, haben wir eigentlich jetzt alles. Gut, können wir also jetzt direkt mal loslegen. Wir brauchen Folgendes. Wir brauchen insgesamt 18... Nein. Was? Ach. 9 Trafos. Wir machen am besten gleich 12 Trafos, weil für die HV-Trafos brauchen wir auch die Dinger. Das heißt, wir brauchen 12 Trafos insgesamt mit jeweils 2 Spulen, also 24 Spulen. Das heißt also, ja, 96 mal Kupfer. So, 96, 6 haben wir schon, also brauchen wir noch 90. Das heißt, wir brauchen 45 insgesamt. Da fehlt sogar noch ein bisschen Kupfer. Und zwar 2-mal. So, das heißt. Achso, reicht gar nicht aus. Ist auch egal. Du kommst da rein. Warum geht das? Achso, ja. So und so und so. Alles. Was haben wir? 78. Reicht für die erste Fuge schon mal aus. Dann können wir nämlich jetzt mal sagen. Alles. Genau, mit 9. Ach, hab ich noch mal. Wir brauchen auch erstmal nur die Spulen. Ich schon wieder, die wollte ich machen. Alles, genau. So. Okay, ja, man verliert dabei wirklich die ganzen Rollen, wenn man das mit alles macht. Warum funktioniert das mit alles immer nicht? Ist doch kacke, die ganzen. Ich krieg eine Krise. Ach Mann, ey. Mein Test. Oder besser gesagt, Unified Inventory. Warum machst du so einen Scheiß? Oder besser gesagt, Unified Inventory Plus ist eine separate Mod.
Ich krieg eine Krise. Wenn wir das hier über mehrere Schritte machen. Ach, du willst mich doch ficken. Einfach nur ficken. Nein? Achso, doch immer alles? Lass dich aber manuell rausholen. Oh. Warum passt das jetzt nicht? Achso. Was auch immer. So, das jetzt nochmal da rein. So. Ist das bekloppt, Alter. Da kriegst du ja eine Krise, kriegst du da ja. Dankeschön. Warum nur 24? Ah doch, ist richtig. Alles gut. Ja, direkt wieder ein paar Rollen verschwendet. Sehr schön. Dieser Alles-Knopf, der ist irgendwie ganz schön buggy. Also ganz, ganz extrem buggy. Das ist irgendwie nicht nett. Das ist echt nicht nett. So, bist du jetzt mittlerweile mal fertig hier? Ja. So, das heißt, ich kann die Akkus mal wieder ein bisschen aufladen. Was jetzt? Jetzt brauchen wir die Trafos. Die hier. Alles, aber davon brauchen wir jetzt erstmal nur 9 Stück. Dafür reicht aber unser Eisen gar nicht aus. Warum denn nicht? Okay. Dann nehmen wir. Hermit. So, jetzt. Bam. So, und jetzt müssen wir gucken. Jetzt brauchen wir den den MV-Trafo. Dann brauchen wir noch. Ach ja, da brauchen wir nur noch 2 Stück. Einen haben wir, hatten wir ja bereits. Fuck. Scheiße. Na gut, dann haben wir halt 2 Spulen hier auf Vorrat. Wo sind die jetzt? So. Können wir ja auch später den für den HV-Trafo gebrauchen. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwann immer so eine komische Kupferspule. So. Nein. Haben wir davon noch welche? Ja, ein. Wir brauchen aber 3, also 15, also noch 14. Also brauchen wir. Achso, okay, also ja, 14 mal Eisen. Was mache ich denn hier? 14 mal Eisen und 7 mal Kohlenstoff. Und dann brauche ich noch dich. Was ist das? Gusseisenbahn. Nee, Gusseisen brauchen wir nicht. So, auch das wieder annullieren. Rein und rein. Heiminächen. So, dann sollten wir dafür. Ach so, und Fiberglas brauchen wir. Da wir, wenn wir jetzt 3 machen. Nee, wir machen ja nur 2. Mach mal. Wieso macht denn so viel? Ach Gott, Alter. Dreck raus. Der brauchen wir gar nicht so viel. Dann brauchen wir ja nur 10. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal 2-mal Stahl und einmal das. Dann kann also der eine, den wir gerade aus der Kiste rausgeholt haben, kann direkt in die Kiste wieder rein, weil es wieder eine ungerade Zahl ist. Danke dafür. Ich hasse euch alle. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, weswegen wir hier diesen einen hatten. So, und wir brauchen 4-mal Fiber. Fiberla. So. Davon alles 2 Stück. Perfekt. So. Jetzt sollten wir soweit alles haben. Wir haben die Kabel. Wir haben. Nein, LV, das da. Wir haben gar nichts davon, warum denn nicht? Ach, weil wir die Module noch gar nicht gebaut haben. Schon wieder. Module. Ach, ja, die Dinger fehlen auch noch. Oh. Ja, aber da reicht ein Plasterroll wieder nicht aus. Ach man. Warum ist alles so kapenis, ey? Gut, wenigstens geht das in 2 Durchgängen. Dankeschön.
alles 14. Und jetzt müssen wir nochmal so eine komischen Kabeltrommel-Dinger machen hier. Da rennen mit dir. Und das Ganze nochmal. Warum nur 13? Achso, passt doch, genau, klar, alles gut, 27. Alles gut, eben, das eine Ding bleibt ja übrig. Mal wieder. Geht auch da rein. So, jetzt haben wir 27 da. Jetzt müssen wir eigentlich alles haben, oder? MV? LV. Brauchen wir auch Kohlestoffbarren wieder. Ach, Alter. Wir brauchen... Hier von 9, also 18 plus 6, ja, 24. Kommt hin. 24 mal Gusseiser, Gusseisenen, Gusslei, ist auch egal. So, das heißt, hier von 24 und hier von 12, war das so? Ich hoffe, ja. Ja, war so. Okay. Ach, Hermination. Aber gut, dann haben wir es wenigstens fertig. Dann haben wir die Solarpaneele alle schon fertig. Schwarzes Kabel, MV-Kabel haben wir ja. Und wenn nicht, können wir das relativ schnell simpel produzieren. Ist wie gesagt, Kabel ist das preiswerteste von allen. Das ist nicht das Problem. Das ist nun wirklich nicht das Problem. Da. Ach komm. Tja, dann bin ich mal gespannt, wie viel eine so eine MV-Zelle bringt. Bin ich echt mal gespannt. Oder, ganz ehrlich, wenn wir sowieso schon drei MV-Zellen haben, dann können wir eigentlich auch schon eine HV-Zelle bauen. Why not? Warum haben wir jetzt hier so viele Trafos? Achso, ja klar, weil wir die Dinger erstmal bauen müssen. Die Dinger. Alles. Nein! Hatte ich nicht Kabel mitgenommen? Wo setzt sich Kabel schon wieder hin? Ah, ich krieg die Krise. Kabel, wo bist du? Hä? Ach da. Hä? Nee, Moment, hier fehlt doch was. Habe ich nicht gerade? Ach, für die Dinger brauche ich Kabel. Ah, okay. Dann habe ich nur für die Dinger das Kabel mitgenommen. Ja, scheiße. So. Was jetzt? Das da. Das da. So, genau. Ja gut, dann ist ja das auch schon wieder fast leer. Dann, ja. So, und jetzt MV. Perfekt. Wir haben eine MV-Anlage. Ja. Gut, nächste Folge experimentieren wir erstmal ein bisschen mit der MV-Anlage, mit der MV-Solaranlage, wie viel die bringt, ob die überhaupt was bringt. Bis dann.